Willkommen zu diesem Tutorial von Behind Closed Doors von Rise Against. Ich glaube, ich habe noch nie ein Rise Against Video gemacht, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich habe so viele Videos gemacht. Ich glaube, Rise Against war nie dabei. Das Lied mache ich übrigens mit sehr vielen Schülern von mir, beziehungsweise so, wenn die sagen Rise Against, dann machen wir halt so ein paar Lieder so und dann diese Melodie von Behind Closed Doors finde ich sehr cool. Ich muss zugeben, nicht so der Rise Against Fan, aber das klingt so negativ. Also ich sage jetzt mal so, ich höre sie nicht aktiv. Ich akzeptiere sie, dass es sie gibt. Ne? Ich finde einige Lieder sehr cool, auf jeden Fall. Sie haben ihren eigenen Stil. Ne? Aber als ich sie das letzte Mal gesehen, also ich habe sie schon live gesehen, da waren sie direkte Vorband von Rammstein. Ich war nur wegen Rammstein da und mich hat das angekotzt, 1,5 Stunden Rise Against mir anzugucken. Ich wollte Rammstein sehen. Rise Against war sehr cool. Wirklich sehr geile Liveband. Ne? Sie haben manchmal so ein bisschen an der Gitarre, denkst du dir so, das ist aber auch nicht standardmäßig. Sie haben sehr coole Ideen an der Gitarre und das ist halt, das macht es so schwierig, sie nachzuspielen. Sie sind nicht so, ich sag jetzt mal ganz blöd, so wie so Green Day, wo man sagt, okay, kannst du einen, die kannst alle, sondern ne, das ist ein bisschen knifflig. Und bei Behind Closed Doors ist das genauso. Diese Melodie, die wir jetzt hier hören, wenn ich das mit den Schülern mache, die sind immer so ein bisschen, denken die, okay, da muss ich mich jetzt aber erstmal ransetzen. Und das werden wir jetzt hier auch erstmal im langsamen durchgehen. Die Tabs und die Noten dazu könnt ihr auf meiner Internetseite Christians How to Plays runterladen und ich lade euch gerne dazu ein, beziehungsweise ich fordere euch auf, meinen Videounterricht da zu nutzen, mich zu buchen im Video-Coaching, um dieses Lied zu lernen, um das durchzusprechen. Wenn ihr das einfach nur so lernt, ich kann euch da garantieren, ihr werdet das wahrscheinlich nicht 100% so spielen wie im Lied, weil ich habe das einfach mit zu vielen Schülern gemacht und es gibt einfach zu viele Probleme dabei. Deswegen meldet euch, kontakt@christianshowtoplays.de. Das ist meine E-Mail, da könnt ihr euch anmelden, beziehungsweise unter dem Video gibt es auch zu dem Videounterricht gibt es dann Informationen. Ne? So, wir gehen jetzt mal rein. Ich werde mal einmal die Kamera so ein bisschen runter switchen. Ja. So, ich spiele das Ganze hier übrigens an meiner Gibson, an meiner Johannes und ich habe mich jetzt erstmal nach hinten geschaltet. Man kann nur nach vorne, aber ich glaube, es ist hinten auf der Brücke gespielt. So, wir spielen hier die 9 auf der D-Seite. Ist übrigens im Original ist ein Halbton tiefer. Wir spielen hier auf Normalstimmung. Nur, dass ihr das jetzt mal so wisst. Rise Against spielt eigentlich fast immer nur Halbton tiefer, genauso wie Guns N' Roses zum Beispiel. So, wir spielen hier die 9 auf der D-Seite. Dann spielen wir die 12. Das mache ich mit einem kleinen Finger und mit einem Hammer-On. Dann müssen wir auf die 9, auf die G-Seite. Dann sliden wir runter auf die 11 und dann wieder zurück zur 9. Und wieder die 12, wieder die 9. Wir spielen die Reise einmal so im Kreis. Ich habe das früher immer so mit so einem Hammer-On gespielt, ne, mit so einem Hammer-On in der 11, aber man hört sehr schön raus eigentlich im Lied, dass es ein Slide ist. Auf die 11, zurück zur 9, dann die 12 und dann die 9. Also, jetzt gehen wir auf die 10, auf die H-Seite. Das mache ich mit dem Mittelfinger. Dann die 9 auf der G-Seite. Kommt gerade selber durcheinander, sorry. So, 10, 9. Jetzt kommt die 12 auf die D-Seite. 9 auf der G und 11 ist dann die Endnote. Nochmal. 12, 9. 10 auf der H-Seite. 9 auf der G. 12 auf der D. 9 auf der G. Und 11 auf der H-Seite. Das Schwierigste dabei ist diesen Rhythmus, diesen Groove da drin in dem Riff, das mit zu übertragen, dieses ba 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 da 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 da. Da muss man halt direkt auf die 13, auf die 10. Dann muss man 9, 12, 9. Kurz ein bisschen halten, 11. Ich habe immer mal wieder Schüler, die das alles gleichmäßig spielen.
So wird es nicht gespielt. Ihr müsst dann diese Teile, die etwas länger klingen, die müsst ihr auch auf jeden Fall länger halten. Und wenn ihr das nicht mitkriegt, also nicht hinkriegt mit dem kleinen Finger, könnt ihr das auch mit dem Ringfinger machen, aber dann müsst ihr das ganz. Geht auch. Ich spiele das aber mit dem kleinen Finger. So, das ist eigentlich schon diese Melodie. Eigentlich relativ schnell zu lernen, aber irgendwie wirklich, die Leute haben das Problem. Und es ist natürlich auch recht schnell, ne? So, das wird dann dreimal gespielt und dann beim vierten Mal kommt. Wie man, also man kann sich am besten merken, umgekehrter Powerchord, das heißt Ringfinger an die 9 und Zeigefinger auf die 7. So. Klingt ein bisschen schräg, ist aber ganz cool, weil wir spielen diesen Akkord jetzt hier, diese 9. Spielen wir an. Und sliden direkt unten auf die 11, also vom Ringfinger aus gesehen. Und dann wieder zurück hoch vom Ringfinger aus gesehen in die 9. Dann dieses. Kommt man eigentlich nach der Zeit, kommt man da ganz, ganz gut rein, aber es ist halt so, dass man wirklich das so als umgekehrten Powerchord spielen muss. Und dann kann es sein, dass es irgendwie so klingt. Und vor allem auch dieser Umsprung, ne? Entweder so oder mit dem Ringfinger und dann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, die Akkorde oben, die wollte ich jetzt nicht mehr durch machen, weil die. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier die Melodiespur. Aber wo habe ich denn hier die Akkorde? Mal selber mal schauen. Ne, das ist die Strophe. Ich glaube, die habe ich hier gar nicht drauf. Nicht in der Spur hier. Das ist auf jeden Fall ein geiles Lied. Sehr viele coole Teile drin, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen oder beziehungsweise mit mir im Videounterricht den Rest des Liedes mal durchgehen, die Akkorde. Ah, warte mal, das war. Irgendwie so. Weiß ich jetzt nicht, gerade nicht mehr. Ich weiß jetzt gerade nur noch die Melodie auswendig. Aber die Akkorde können wir auch machen. Und den Rhythmus und den Rest des Liedes können wir alles machen. Im Videounterricht zum Beispiel. Oder wenn ihr aus der Nähe von Dortmund oder Beckham kommt, kommt vorbei, ja, zum Präsenzunterricht in meiner Musikschule und nehmt 1:1 Unterricht. Ne? Und schaut euch andere Videos von mir an. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt hier einigermaßen gut lernen. Wie gesagt, auf meiner Internetseite Christians How to Plays könnt ihr die Tabs und die Noten dazu runterladen und dann, denke ich mal, wird das was. Ne? So, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, empfehlt mich bitte weiter, schaut euch andere Videos von mir an und ich hoffe, ich sehe euch im Videounterricht. Macht's gut. Ciao, ciao.